Hallo zusammen, Michi ist wieder heute Lan Fischide für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es gleich um drei Erfolge, beziehungsweise es sind eigentlich Heldentaten, sprich Erfolge, die wir erst sehen, sobald wir sie abgeschlossen haben und dementsprechend auch keine Punkte bringen. Was brauchen wir dafür? Naja, wir brauchen ein bestimmtes Mount und zwar Algarischer Sturmreiter. Und dieser Algarische Sturmreiter ist das Mount, das wir aus der, ich glaube, Heroisch und Epischen Edition vom neuen Add-on bekommen, und zwar The War Within. Und sobald ihr dieses Mount habt, also euch diese Heroische oder Epische Edition gekauft habt, habt ihr die Möglichkeit, eine Quest anzunehmen. Und zwar kommt dann so ein kleiner Drache und der gibt euch die Quest. Bei mir war es jetzt so, ich musste dafür das Gebiet switchen, also auf dem Mount aufmounten. Ich bin dann von Taldrassus nach Ebene von Onaro rübergeflogen. Dann kam der kleine Drache und der hat mir eine Quest gegeben. Mit der Quest muss man dann hier einmal hinter und dort kriegt man dann eine Folgequest und das ist einmal diese hier. Die Sturmrenntour. Und da müssen wir ein paar Drachenrennen absolvieren. Das wird uns dann auf der Map auch angezeigt. Und zwar mit diesem neuen Mount. Dafür gibt es dann auch ein Assemble, wo wir ein bisschen T-Mark bekommen. Das ist das hier. Und zusätzlich gibt es dann auch noch Erfolge. Und zwar diese Rennen, das ist nämlich zusätzlich, wenn wir jetzt hier mit dem quatschen, seht ihr, haben wir hier unten Sturmrennen ausprobieren. Und da gibt es dann drei... ja, Heldentaten. Einmal das, was in Bronze schaffen, einmal in Silber und einmal in Gold. Das sind die drei Versionen. Übrigens, das ist quasi, wie ihr es schon gedacht habt, ein Drachenrennen-Mount, das ihr auch anpassen könnt. Das habe ich euch im anderen Video schon gezeigt, wo ich das Mount schon mal vorgestellt habe. Da habt ihr verschiedene Kosmetik-Optionen, wie ihr das anpassen könnt. Könnt auch die Farbe ändern. Also da gibt es einiges. Und hier ist es aber auch so, dass das eine andere Fähigkeit hat. Und zwar, wir haben ganz normal das Aufsteigen bzw. den Vorwärtsschub. Und zusätzlich haben wir jetzt aber Blitzerfüllung. Und mit der Blitzerfüllung können, wenn wir 10 Stacks haben von Static Charge, uns einen Vorwärtsspeed aktivieren. Und diese Stacks, die sehen wir jetzt mittlerweile auch hier drin, das ist das hier, statische Aufladung. Gut, die Hälfte ist übersetzt, die andere, also der quasi der Titel ist übersetzt, aber der Text nicht, weil near walls you collect static charges, stacking every 1 second up to 10 at max stacks, lightning rush is enabled. Und das ist der hier. Halt, wenn wir in der Nähe von Wänden sind, seht ihr, stacken wir das hoch und wenn wir es auf 10 haben, dann können wir den Speed aktivieren. Das können wir uns gleich mal angucken. So, jetzt haben wir es auf 10. Jetzt seht ihr, jetzt ist das hier aktiviert. Und dann können wir quasi einen Super Speed durchdrücken. Ja, ist eine ganz nette Angelegenheit. Ich weiß jetzt nicht, ob es so sinnig ist, bei den Rennen das zu benutzen. Denn das läuft halt auch relativ schnell wieder aus. Ne? Wenn ihr dann eine Weile nicht in der Nähe von so Wänden seid, dann läuft es halt schnell aus. Und dann weiß ich nicht, ob man das sinnig benutzen kann. Aber genau. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns die Rennen mal an und schauen, dass wir sie alle in Gold machen, um dementsprechend die drei Heldentaten zu kriegen. So, dann versuchen wir den ersten Run mal. Also Sturmrennen. Ich weiß nicht, wie schwer die sind. Wir werden es jetzt einfach mal testen. Ich werde jetzt einfach mal nur den Vorwärtsschub benutzen. Vielleicht können wir auch ein bisschen Delfinflug machen. Das werden wir mal gucken. Also jetzt fliegen wir erstmal runter. Dann delfinen wir hier mal rein. Das müsste ja mit dem Sturmdrachen auch gehen. Vermute ich mal. Also ich habe jetzt auch keine Relation, wie schwer die Rennen sind mit dem Drachen, ne? Beziehungsweise Drachen ist es ja keiner. Es ist ja ein Greif. Sowas in der Richtung. Und mal so ein bisschen Delfinflug. Hier auch wieder. Wenn ich weiß, was Delfinflug ist, ist quasi einmal nach oben schauen. Diesen nach Hochschub quasi. Und dann direkt wieder nach unten, ne? Das ist der Delfinflug. Jetzt bei den schweren Rennen hat der eigentlich schon relativ gut was gebracht. Und ja, theoretisch kann man den jetzt hier auch ein bisschen einsetzen. Ob sich das jetzt hier so lohnt. Ich bin gerade überlegen, ist das eine andere Strecke? Die kenne ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht. Gut, ich bin jetzt auch schon eine Weile keine Drachenrennen mehr geflogen. Ne? Das kann natürlich auch daran liegen. Ah, ich habe jetzt den Superspeed freigeschalten. Okay, jetzt drücken wir den mal. Anscheinend hat das gereicht tatsächlich, dass ich in der Nähe vom Boden auch war. So. Also, wir haben die Rennzeit, ist jetzt unter der Goldzeit. Also, die Strecke war jetzt relativ easy, first try. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir zum nächsten weiter. Achso, ich zeige euch noch die Koordinaten, ne? Wir sind hier bei den Koordinaten 63, 70. Aber wenn ihr die Quest habt, dann zeigt es euch eh auf der Map an.
So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar einmal hier bei den Koordinaten 86, 35 in der Ebene von Onara. Und da machen wir jetzt quasi das nächste Rennen, wieder das Sturmrennen. Ich hatte jetzt gerade mir das ein bisschen beobachtet mit dem Blitzflug. Das Komische ist, wenn man den einsetzt, irgendwie die Lenkbarkeit, ich hätte es schon fast gesagt, das Drachen, aber es ist ja hier ein Greif, wird dann um einige schlechter. Zumindest war es bei mir eben so. Ich konnte dann nicht mehr vernünftig quasi den lenken. Also muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Man lädt ja passiv quasi die Sachen auf. Jetzt testen wir das mal nochmal. Also, ja, also ist, man kann schon lenken, aber ich glaube nicht mehr so scharfe Kurven fliegen. Ich glaube, das ist das Problem. Jetzt machen wir nochmal ein bisschen Delfinflug hier rein. Aber es macht natürlich schon viel auf, wenn man den Ulti-Speed ziehen kann, ohne dass man Elan verbraucht und dann auch noch einen Haufen Elan generiert damit. Also das ist schon nicht verkehrt. Also den einzusetzen macht schon Sinn. Okay, jetzt hab ich es wieder ready. Gut, ich habe fast ein bisschen viele Elan jetzt noch über, ne? Komm, mit Bredel mal durch. Ich dachte, während ich diesen Superspeed anhab, aktiviere ich jetzt mal nix. Okay, das hat gereicht. Waren wir sogar 2,5 Sekunden drunter. Wunderbar, haben wir das auch in Gold und dann können wir zum nächsten. Gut, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt im azurblauen Gebirge, hier oben auf den Koordinaten 70, 24. Und hier machen wir das nächste Sturmrennen. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal schon geflogen mit dieser Extra-Fähigkeit. Das ist echt ein bisschen mies, weil wenn ihr dann engere Kurven fliegen müsst, das könnt ihr mit dem Ding nicht mehr machen, ne? Also ihr habt dann eine Manövrierfähigkeit von einem Öltanker. Also fahrt dann ewig weite Kurven und dementsprechend, ja, muss man da ein bisschen gucken. Ja, das war jetzt schon mal nicht so ein guter Start, aber vielleicht holen wir nachher noch ein bisschen was raus. Also hier können wir es jetzt gleich einsetzen. Hier, ich denke mal, da kommen jetzt ein paar Geraden. Das ist auf jeden Fall machbar. Und hinten müssen wir dann gucken. Da werden wir es, obwohl wir den Proc kriegen, uns das mal ein bisschen sparen, würde ich sagen. Mal lieber den ein oder anderen Delfinflug hier noch rein. Ein bisschen, komm. Vorwärtsschub können wir auch mal ziehen. Hier auch nochmal. Mal ein bisschen Delfin. Okay, und jetzt können wir hier das Blitzding verwenden, weil jetzt geht es relativ lang geradeaus. Da kommt jetzt so eine Blitzkugel. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Deswegen lassen wir es jetzt lieber mal aus. Sicher ist sicher. So, dann Delfinen wir hier ein bisschen rein. Oh, shit. Hier auch nochmal. Nach oben. Ich habe die Blitzaufladung aktuell nicht ready. Also können wir, sind wir gar nicht verleitet, sie zu verwenden. Ich glaube, ich spare sie mir jetzt lieber. Jetzt machen wir noch einen Vorwärtsschub. Delfinflug rein. Hier nochmal. Okay, hier könnte... Ich denke mal, hier kann ich sie verwenden. Hier geht es relativ lang geradeaus. Ja, das ist drin. Vorher habe ich sie bei dem Berg hinten, wo wir eben rum sind, benutzt. Und das war ein fataler Fehler, weil ich konnte dann nicht mehr knapp um den Berg rum und wurde dann, bin dann so weit ums Ziel vorbeigeschossen, dass sich das nicht rentiert hat. So, jetzt hauen wir den restlichen Laden mit dem Schub noch raus und dann gucken wir mal. Also Bronze, Silber, Hammer und die Goldzeit müssten wir auch unterboten haben um fast 4 Sekunden. Jo gut, dann geht's weiter zum nächsten. Gut, dann sind wir am nächsten Spot angekommen und zwar jetzt einmal hier in Türhold oben in der Zone, wie heißt die jetzt nochmal, Taldrassus, genau, auf den Koordinaten 57, 66. Und dort fliegen wir das nächste Sturmrennen. Und hier kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass wir die Fähigkeit jetzt nicht so oft einsetzen können. Denn hier gibt es einige ganz enge Kurven. Müssen wir jetzt mal gucken. So, machen wir erstmal ein bisschen Vorwärtsspeed. Okay, komm. Delfinen wir hier schon mal rein. Und nochmal. Nochmal, hier könnten wir jetzt schon den, da hätten wir wahrscheinlich den Vorwärtsspeed sogar machen können, aber ich habe es jetzt mal nicht gemacht. Erstmal nach unten kommen, Vorwärtsspeed, also diesen Ulti-Speed da. Komm, jetzt machen wir ihn hier mal.
Ich hoffe, ich bereue es nicht. Ah, okay. Da merkt man schon die Kurve, da komme ich kaum rum. Aber hier, es geht, es geht. Elfin war einmal. Hier auch nochmal. Auch nochmal. Also da hätte man es schon früher machen können, das wäre schon gegangen. So, einmal Delfin rein. Nochmal. Nimmt das die Abklingzeit runter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sah fast so aus, ne? Ein Delfinflug. Nochmal. Jetzt hätte ich es wieder ready. Komm, wir machen es mal. Ich denke mal, hier haben wir ein paar. Da nach oben. Schauen wir mal, ob das gereicht hat. Es war aber knapp. 0,2, 0,1 irgendwas hat es gereicht. Okay, also das hätte man noch ein bisschen besser fliegen können. Gut, dann haben wir noch zwei Rennen. So, und der nächste Spot ist dann auf der verbotenen Insel und zwar auf den Koordinaten 75, 65, da sie es nur rausbringen. Okay, und hier fliegen wir auch wieder das Sturmrennen. Es schaltet übrigens hier sofort um, ne, also das passt. Mir wurde im Stream gerade gesagt, dass diese Kugeln, diese Blitzkugeln anscheinend Elan sein sollen, ne. Wie beim Drachen die grünen Kugeln. Das werden wir jetzt dann gleich mal ausprobieren, wenn jetzt noch eine kommt. Und dann schauen wir mal. Oder ich wurde getrollt, ne? Man weiß es nicht. Muss man mal schauen. Gut, hier wird es wahrscheinlich auch eher schwierig, die Dinger zu benutzen. Also den Super Speed. Obwohl, hier gibt es schon... Das ist ein bisschen eine längere Strecke. Jetzt gucken wir mal. Ach, da wäre ich jetzt fast nicht mehr rumgekommen, ne? Es ist gerade ausgelaufen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, keine Laden gekriegt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Naja, muss ich gleich nochmal testen. Auf jeden Fall wurde ich nicht gestunt, ne? Also es ist kein so ein Stunt-Ding. Das scheint schon mal zu passen. Okay, ich habe wieder den Super Speed. Jetzt brauche ich wieder eine längere Strecke. Hier vielleicht? Das sollte passen. Sammel mal das Ding wieder ein. Nee, das ist kein Elan. Ich glaube, ich kriege da einfach eine Aufladung von dem... von diesen 10 Aufladungen, dass ich den Super Speed aktivieren kann. Schätze ich jetzt mal. Weil Elan habe ich jetzt bei beiden Mal nicht gekriegt. So, da hinten müssten wir jetzt gleich fertig sein. Elan haben wir auch rausgepulvert. Wagelands in Ordnung, denke ich, oder? Wie sieht's aus? Ja, 3 Sekunden, ein bisschen mehr sogar drunter. Wunderbar, haben wir die auch. Und dann haben wir jetzt noch eine Strecke und ich vermute mal, die ist in der Zaralle-Köhle, also in jeder Zone quasi ein Ding. Dann sind wir jetzt am letzten Spot und zwar in den Zaralle-Köhlen und zwar auf den Koordinaten 38, 60. Und hier fliegen wir jetzt das letzte Rennen und dann quatschen wir einmal an. Also wie wir es gerade gesehen haben, diese Blitzkugeln, ich vermute, die bringen eine Aufladung, weil Elan war es keiner. Aber vielleicht finden wir das noch raus, aber gut, im Endeffekt ist er wurscht, ne? Die Rennen sind einfach genug tatsächlich. Vor allem, wenn man, denke ich mal, ein bisschen den Delfinflug drauf hat, dann ist das durchaus machbar. Muss ich mal schauen, ob es hier wieder irgendwo eine längere Gerade gibt. Hier könnte ich es wahrscheinlich einsetzen, aber ich habe nur 9. Oh, jetzt habe ich 10 Aufladungen. Okay, jetzt ballern wir es hier mal durch, weil da geht es dann gerade nach oben. Hier machen wir jetzt erstmal keinen Delfinflug. Hier kann ich es jetzt wieder reinhauen. Da muss man mal gucken, dass mal oben nicht hängen bleibt, ne? Ist ein bisschen verkackt. Ist aber eine weite Strecke. Jetzt nehmen wir das Ding hier wieder mit. Ja, ich habe eine Dings, glaube ich, gekriegt hier. Oh, das war wahrscheinlich jetzt keine gute Idee, oder? Doch. Scharfe Kurve hier vielleicht, ne? Oh, ich hoffe, es läuft aus. Ja, okay, es war eine gute Idee. Sehr schön. Da hatte ich eine lang genug gerade Strecke. Haben wir wieder gut Elan über. Das können wir wieder ein bisschen rauspulvern hier. Da geht es aber ganz schön nah am Boden lang. Die 2 Elan habe ich noch. Da hinten müsste es dann zu Ende sein. Komm, dann pulvern wir nochmal das rein.
Speed machen wir auch noch an. Und dann gucken wir mal. Das war aber ganz knapp drunter, ne? So, dann haben wir jetzt die ganzen Erfolge bekommen. Also, es gibt hier einmal quasi Bronze, dann gibt es einmal Silber und dann gibt es einmal Gold. Und mit Gold gibt es dann dementsprechend auch noch dementsprechenden Bonustitel, der die Sturmreiter oder Sturmreiterin, ne, wir wollen ja hier schön gendern, hust, hust. Und jetzt können wir auch die Quests abgeben und dementsprechend unser Set holen. So, also, dann sind wir zurück beim Questgeber. Also der ist, ne, hier haben wir das Ganze angenommen. In der Küste, Küste des Erwachenskoordinaten 7554. Und da geben wir das einmal ab. Und jetzt können wir das Set uns holen. Jetzt muss ich mal gucken, das sah so ähnlich aus wie das andere Set, oder? Das ist eine andere Farbgestaltung. Ach, okay. Das hier ist das normale Set, was man über die, ich glaube, epische Version kriegt. Oder vielleicht auch schon über die DLC-Version, da weiß ich jetzt gar nicht genau. Und dann gibt es noch die donnernde Version. Die hat quasi diesen donnernden Effekt drauf. Ach ja, cool, okay. Aber von der Farbgestaltung ist es gleich, ne? Ja. Aber donnern sieht es natürlich schon wesentlich besser aus. Gut, dann sind wir mit dem kleinen Achievement Guide durch. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, chilla. Bis dahin. Ciao.